Da bin ich wieder. Was war los? Ach, wissen Sie was, schon gut. Als sich El Giorgio dem Kartell anschloss und Produktionsleiter wurde, übergab er Okoro an seinen Enkel, der sich El Emissario nennt. Der Botschafter? Er hält sich meistens außerhalb der Provinz auf, trifft sich mit Politikern in Sucre und schmiert die Räder für das Kartell. Das ist gar nicht seine Aufgabe, aber der Typ ist ein Charmeur und hält das für die beste Methode, seinen Großvater stolz zu machen. El Giorgio duldet es, solange Okoro produziert. Fakt ist, das Netz ist so eingespielt, dass es praktisch keiner Führung bedarf. El Emissarios Assistent regelt den Rest. Sie gehen rein, sammeln Infos über Okoros Produktionsstätten und sorgen für Chaos. Dann muss El Emissario zurück nach Okoro, um alles wieder in die Spur zu bringen, bevor Opa etwas merkt. Wir schnappen ihn uns und benutzen ihn, um an El Giorgio heranzukommen. Okay. Bowman schickt uns ein Video. Sie hat wohl neue Infos zu El Emissario. Schauen wir uns das mal an. Sie alle kennen El Giorgio, den ranghöchsten Bolivianer im Santa Blanca-Kartell und Kopf der Kokainproduktion. Seinen Enkel aber eher nicht. Gonzalo Giana, alias El Emissario, der Botschafter. Giorgio hat Emissario alles beigebracht. Wie man das weltbeste Polvo herstellt, wie man die Beziehungen mit Einheimischen pflegt und vor allem, wie man seinen Santa Blanca-Herrschern dient. Emissario sieht zu Giorgio auf. Er würde alles tun, um ihn stolz zu machen. Was El Emissario zum perfekten Ziel macht. Seine größte Furcht ist die, seinem Großvater Schande zu machen. Wenn wir ihm in Okoro ins Handwerk pfuschen, kommt er zurück, um es wieder zu richten. Dann schnappen wir ihn. Mit etwas Glück erzählt er uns alles, was wir über den lieben Opa wissen müssen. Ja, Mal schauen. Ach, wir sind jetzt da reingeschlittert. Wow. Okay, ja, dann machen wir zuerst den da. Der ist auch nicht so schwer. So. Dann wenden wir jetzt mal in die Stadt runter. Und da mal ein bisschen aufräumen. Hallo, guten Tag. Schon lustig, dass ich nicht schlafen muss. Also, wir, also unsere Einheit. Wobei die Special Forces, also jetzt nicht die Special Forces. Alter. Scheiße, das Kartell hat ein paar Einheimische aufgeknüpft. Vergeltung, uns kriegen sie nicht, also nehmen sie die Einheimischen. Dafür werden sie noch bezahlen. Oh ja. Was wollte ich jetzt? Genau, die Spezialeinheiten, die sind ja so drauf getrimmt und so trainiert, dass die auch mehrere Tage ohne Schlaf auskommen. Das ist voll krank. Voll krassomatico. Macht euch mit Bowmans Briefing über Santa Blancas Koks-Produktionspipeline vertraut. Oben stehen El Giorgio und La Gringa. Giorgio ist Bolivianer. Erst war er Cocalero, jetzt ist er Produzent. Gringa ist wohl eigentlich eine Chemikerin. Sie hat hier für eine NGO gearbeitet, bevor sie dem Kartell beitrat. Oh. El Giorgio wurde mitten im bolivianischen Coca geboren. Seine Mutter trug ihn auf dem Rücken, bis er selbst arbeiten konnte. Jahrzehnte pflückte Giorgio Blätter. Finger blasig, Rückenschmerzen, blutige Füße. Doch nie in all der Zeit entzog er die Alkaloide, um Kokain zu machen. Für Giorgio war das Coca-Blatt eine 8000 Jahre alte Tradition, eine Medizin, eine Kultur, una planta sagrada. Natürlich waren die Amerikaner anderer Meinung. Sie nannten es Plan Dignidad, den Würdeplan. Giorgio war zwar nur ein Bauer,
und Cocalero, aber seine Welt lag in Trümmern. Da ihm die Alternativen fehlten, war er gezwungen, seinen geleisteten Schwur zu brechen. Er musste Kokain herstellen. Anstatt die Kokainherstellung zu beenden, schufen die USA einen der größten Kokainhersteller aller Zeiten. Ja, das machen die manchmal. Das kann es auch nicht gewesen sein. Da ist eine montierte Waffe. Wir haben sie aufgescheucht. Alles gut, alles gut. Verstanden. Unterwegs. Suche eine bessere Schusslinie. Roger, Ziel markiert. Hat das Ziel. Shit, ich muss die Position wechseln. Bereit, auf deinen Befehl. Da hinten ist, glaube ich, keiner. Ne? Okay. Er ist erledigt. Ich sehe einen Scharfschützen. Hab ein drittes Ziel. So, nochmal. Nochmal hier. Ich habe hier ihren Generator. Da ist nicht niemand drin. Okay. Geh in Position. Okay, Ziel markiert. Das Ziel ist weg. Okay. Kommt es auch nicht wieder, oder? Ich sehe einen Hauptmann. Okay, dann lass du den in Ruhe. Roger, ich gehe in Position. C.
Ziel erfasst. Ja, ich hab kein Ziel mehr. Der hat sich gerade nicht bewegt. Ja, egal. So eben nicht. Verstanden, unterwegs. Der steht am Fenster. Roger, Ziel erfasst. Kann das Ziel nicht mehr sehen. Jetzt hat er uns gemerkt, ne? Scheiße. Roger, ich gehe in Position. Al piso! Todos al punto piso! Hijo, la chingada, se está disparando! Ziel erfasst. Pass gut auf. Wie ich lege an, was los ist. Der Tango ist hin. Du bist tot, du kannst nicht mehr. Wir kriegen Verstärkung. Por fin llegó el pinche apoyo que estábamos esperando, perros. Vamos llegando en chinga al pinche punto de encuentro donde estaban los putos que íbamos a apañar. Verstanden. Sieh dir das an, Alex. Idioten laufen ins falsche Recht zurück. Lass es klar. Position, Position. Eröffne das Feuer auf diese Ärsche. Mierda, shit, ich muss Scheiße, die Position wir haben wechseln. Verluste. Keine Sorge, ich bin unterwegs. Macht das schon. Ah, oh Gott. Scheiße. Wie wär's, wenn du mir das nächste Mal Deckung gibst? Willst du mich verarschen? Wie wär's, wenn du das nächste Mal nicht so dumm hier auf der Straße läufst? Aua! Das sind nur eine Handvoll Gegner. Zeichen. Nächstes Mal bitte schneller schießen. Hallo. Da ist noch jemand. Würdet ihr mal bei mir sammeln? Weil der mich gesehen hat, ne?
Alles klar bei mir. Roger, ich gehe in Position. Roger, Ziel erfasst. Hab kein Ziel mehr. So. Wir haben jemanden wachgerüttelt. Hä? So, Nachschubsüberfälle finden. Fertigkeitspunkte. Rebellen. Operation. Ich mach mal Fertigkeit. Ja, nice. Ja, Poker. Drohne fliegt. Echt jetzt? Verstanden. Unterwegs. Suche eine bessere Schusslinie. Roger, Ziel markiert. Ihr seid genau davor. Es ist los mit euch. Hab das Ziel. Shit, ich muss die Position wechseln. Zum Glück sind meine Typen unsichtbar für die. Das ist echt praktisch. Ich schieße auf die Ärsche. Ein Drecksack weniger. Ja, echt sehr amüsant. So gut sieht man mit dem dann doch nicht. Naja. Hör zu. Wir wissen von einer Kokainfabrik hier in Okoro. Und zwar in einem umgebauten Schlachthaus. Wo? Schlachthaus. Ah, da. Wo fahren wir dann? Machen wir den Laden platt. Es gibt ein Problem. Die Tür lässt sich nur mit einem Zugangscode öffnen. Wo kriegen wir den Code her? Hieraus geht hervor, dass ihn El Emissarios Assistent hat. Wir müssen ihn finden. So, ich glaube, hier haben wir jetzt alles. Ah, habe ich die nicht geholt? Ah, hier unten. Nee. Das ist nur Munition. Hä? Katrine, ich bin so weit gereist, um dich zu sehen. Und es ist, als rede ich mit einer nassen Socke. Sieh dir deine Haare an. Ist die gerechte Sache so anstrengend? Wird in Deutschland nicht über Südamerika berichtet? Hansover Bolivia existiert nicht mehr. Das war eine CIA-Erfindung. Ich war ihre Marionette. Als ich es merkte, war es zu spät. Wie schrecklich. Aber warum bist du noch hier? Warum gehst du nicht heim? Oder komm nach Deutschland. Du bleibst bei mir und Heinrich, bis du was Neues hast. Ich habe etwas Neues. Hier in Bolivien. Manchmal kann ich Kranke behandeln, aber hauptsächlich Forschung. Biochemie. Würde dir nicht gefallen. Hier gibt's nur einen Arbeitgeber, der dich bezahlen kann. Ja. Das Santa Blanca-Kartell.
Die Sicarios haben sogar einen Spitznamen für mich. La Gringa. Und Biochemie. Also Kokain. Das geht nicht, Katrin. Du musst weg. Ich glaube, die lassen mich nicht mehr weg. Es gibt keine Gitter, aber ich bin in einem Gefängnis. Und nochmal. Hier. Ah, fertig. Fertigkeitspunkte 3. Das ist natürlich wunderbar. Objekte. Körper, Schusswiderstand, nochmal plus 3. Lautloses Laufen, Autoschild. Ja, Wiederbelebung ist gerade ganz gut. Alter, ich hab 5. Hä? Hatte ich gerade nicht 3? Das ist zu teuer gerade noch. Fernglasaufklärung mache ich eigentlich nicht. Fernglas Zoom. Habe ich eigentlich. Lautlose Ausdauer, kein Schmerz. Trupp. Ich will das da machen. Ich spare noch. Ich will auf jeden Fall das stabile Ziel. So. Vorposten. Schlachthaus und Hinterseite. Assistenten kennen. Finden Sie den Assistenten und bringen Sie den Code in Erfahrung. Aber wo ist der? Ah, vielleicht da. Vielleicht da. Also, und zuerst gehe ich mal dahin. So, und da ist noch ein Nachschubskistchen. Oder Fass. So, sehr schön. Dann gehen wir mal 400 Meter darüber. So. Mal schauen, was das für ein Fragezeichen ist. Da oben. Es gibt Feindaktivität. Ja, habe ich mir schon gedacht. Markiere einen Tango, Zivilist in der Nähe. Sind das nur 2? Oder? Das sind doch meistens 4. Da ist einer. Ey. Ich sehe ihn doch. Tango Nummer 3. Geh in Position. Ich brauche eine bessere Position. So. Okay, Ziel markiert. Roger, Ziel erfasst. Tango getroffen. Sehr schön.
So, das war das. Gibt's hier irgendwas? Ich glaube nicht, oben auch nicht, ne? Ich schau trotzdem mal nach. Ich bin sicher. Ja, nee. So, dann nehmen wir mal den Helikopter. Und fliegen nach. Warte. Nach hier, oder? Ja. Nach da. Ziemlich viele Lichter und Schalter hier drin. Fahren wir! Also fliegen wir. Meine Flasche wieder auföffnen. So.